Ohne Danke, deutlicher Sieg gegen Argentinien. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel heute? Sehr zufrieden. Also wir waren von Anfang bis Ende extrem fokussiert. Andi hat ein unfassbares Spiel gemacht, direkt von Anfang an. Joel macht direkt so weiter. Und alle, die heute gespielt haben, haben alles gegeben. Und das war wirklich von Anfang bis Ende extrem fokussiert und gut. Es fällt in den letzten beiden Spielen die Breite im Kader auf. Es gab Anfang der zweiten Halbzeit kurz Probleme, dann hat sich die Mannschaft gesammelt. Was macht das mit dieser Mannschaft? Ich glaube, das ist sehr wichtig im weiteren Turnierverlauf. Guck mal, wir spielen alle 2 Tage und das wird nicht leichter im Verlauf des Turniers. Von daher wird es noch extrem wichtig sein, dass wir ein paar Körner sparen können jetzt und dafür mehr Kraft haben dann am Ende des Turniers. Jetzt kommt dann die Niederlande. Was erwartest du für einen Gegner? Das wird ganz anderes Ding. Also wenn man sich die ersten 7 da anguckt und auch schon, was sie dieses Turnier gemacht haben, das hat Rang und Namen in der Champions League sowie in der Bundesliga und die sind sehr, sehr eingespielt. Also das wird auch vom Spielstil nochmal was ganz anderes als das, was wir bisher gesehen haben. Und da müssen wir wirklich 100% da sein, um das Spiel zu gewinnen. Ist diese Geschlossenheit in der Mannschaft, auch ein Beispiel Joel Bierlehm kommt in der zweiten Halbzeit rein, macht eine ähnliche Leistung wie Andreas Wolf. Ist das das, was am Ende ein Trumpf für euch sein kann? Ja, ich glaube, das entscheidet manchmal mehr darüber, ob du Erfolg hast oder nicht, als jetzt irgendwelche Taktiken. Also du musst irgendwie das schaffen, in diesen 2 Wochen, in denen du hier bist und so viel spielst, dass du auf so eine Welle kommst und dass du gute Stimmung hast und dass du jedem anderen auch komplett vertraust. Und das machen wir bisher sehr gut. Das wird sich jetzt natürlich zeigen, wenn die Gegner härter und härter werden, ob wir das aufrechterhalten können. Aber bisher bin ich unglaublich zufrieden, wie die Mannschaft agiert. Wie fühlt sich der Körper derzeit an? Ja, ist doch alles gut. Also ich will mir jetzt keine Müdigkeit irgendwie einreden. Vor allem, weil ich ja auch noch gar nicht so viel gespielt habe wie jetzt die anderen. Aber ich denke, wir sind alle gut genug trainiert, dass wir das schaffen. Vielleicht ab in die Eistonne, dann wird's wieder. Danke. Kommt später dann. Danke, ciao.